Hallihallöchen, liebe Leute. Willkommen zu Super Smash Bros. Ultimate mit den drei Chaoten. Wir haben es ewig nicht mehr gespielt und wir machen nach Themen heute. Rikus, leg genau, wir spielen heute, also erste Runde ist Mario. Logischerweise, ja. Kann man schon so ein bisschen erkennen. Ja. Passende Items ausgewählt und passende Charaktere und passende Levels. Die Map ist ja schön. Ja. Ja, du wolltest ja unbedingt mal richtige Maps, also andere Maps. Es sind entsprechend Mario-Items drin. Also, es wird alles ein bisschen anders jetzt als früher. Alles wird anders. Was ist denn da für ein Item? Es sind halt, wir haben 4 Leben, ne? Weil wir wissen, das ist Metal Bowser. Metal Baby Bowser. Bowser Junior. Klugscheißer. Oh, wir müssen da weiter, ne? Ja. Ist das eine alte Retro-Map oder ist das eine neue? Die ist einfach aus neuere Maps tatsächlich. Aber ich kenne ja nur die langweiligen Maps, weil die immer ohne alte. Ja, wir haben immer die Omega und uns Schlachtfeld. Ich meine nicht langweilig, ich meine natürlich Omega, das ist hochprofessionell. Genau. Ja. Das ist auf jeden Fall geil, mal wieder so ein bisschen zu spielen, ne? Mit den ganzen. Ach Gott, wie lebe ich überhaupt? Grundsätzlich, Smash Bros. Macht mir mega Spaß, aber ich bin so ein Kompetitivmensch, ich werde schnell frustriert bei dem Spiel. Ja, aber dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du das nicht mehr so kompetitiv Richtig, sondern mit einem Item. Das war nämlich auch der Gedanke, kann ich vielleicht mal ein bisschen ausholen. Ich hatte erst überlegt, ein Infovideo dazu zu machen, aber ich kann es ja auch in diesem Video hier erzählen. Hm. Wir wollen wieder bei den Multiplayer spielen, also wir spielen ja Mario Kart trotzdem immer mal wieder. Wir wollen mal ein bisschen mehr zurück und öfter mal Smash Bros. Mario Kart mal wieder machen. Mhm. Damit wir nicht darauf angewiesen sind, was es gerade für Gratis-Spiele im Epic Store oder sowas gibt. Nein, damit wir ganz Tag nur Scheiße spielen. Weil das ist auch manchmal so ein bisschen frustrierend, wenn man jeden Tag nur irgendwelche Spiele spielt, die irgendwie nervig, langweilig. Nervig, langweilig ist jetzt zu negativ, aber. Gab es auch, das meine ich damit. Ich will jetzt nicht sagen, dass jedes so ist, aber ne, das macht dann einfach mal ein bisschen Fezi oder sowas. Genau, das ist so der. Oh, jetzt geht's hier runter. Hätte ich mir das hören können. Darfst du oben nicht stehen bleiben, ja. Danke für die Warnung. Dankeschön. Genau, und wir wollen es wieder. Also, natürlich werden wir trotzdem weiterhin so Let's Play-klassische Projekte auch aufnehmen und diese Formate. Aber bei den Multiplayer-Spielen werden wir ein bisschen mehr Fokus auf. Soll ich alle Spiele sagen? Ganz ruhig. Smash Brothers, Mario Kart und Fall Guys hat man, glaube ich, gesagt, ne? Ja. Ich glaube ja, genau. Fall also, nicht ausgeschlossen, dass andere Multiplayer-Spiele auch kommen, aber das wird erstmal so der Fokus im Moment sein. Mhm. Genau. Metal Luigi. Es sind aber relativ wenige Items jetzt, oder? So. Ja, das geht. Das geht. Also ich finde es. Genau, und ich hatte mir. Man sollte vielleicht noch sagen, mir war dieses Smash Brothers einfach nur immer Competitive Omega, war mir einfach zu langweilig, auch vielleicht so aus Zuschauersicht. Deswegen haben wir uns da auch so drauf geeinigt, dass wir jetzt mal so verschiedene Themen, verschiedene Maps, also auch ein bisschen voller so. Und dass wir auch mal probieren, vielleicht mal Themen anzusprechen. Zum Beispiel speziell aus seinem Auto. Und seinen überlangen. Eintrag. Mein Überlag. Wie kommen wir jetzt wieder raus aus der Geschichte? Ich weiß auch nicht. Problem ist, Smash Bros. Ist natürlich schwierig dabei zu reden, weil man sich echt konzentrieren muss, aber wir probieren es. Nice. Also, keine Ahnung. Übrigens, Rick Zellos, die Fahrradgeschichte ist weitergegangen. Ja. Rikus kennt die Fahrradgeschichte nicht, für den ist es jetzt langweilig. Ich bin tatsächlich gespannt. Für die Leute, die Fall Guys Folge gesehen haben, die Fahrradgeschichte von Barry ging weiter. Okay. Und zwar habe ich mit der Nachbarin gesprochen. Die dann meinte, ja, das könnte eventuell ein Fahrrad für uns sein, weil ein Arbeitskollege wollte ein Fahrrad abgeben. Schade. Da habe ich schon so gedacht, okay, und warum schmeißt er das dann in unseren Vorgarten? Der weiß doch, wo du wohnst. Ja. Ja, weiß ich nicht. Und dann dachte ich schon so, okay, ob das stimmt. Ne? Aha. Da habe ich das meiner Frau erzählt und die so, glaubt ihr das nicht? Die erzählt immer viel Scheiße. Das war halt das Fahrrad trotzdem. Okay. Aber man weiß immer noch nicht, wer es geschmissen hat, ne? Nö, irgendein Penner, der einfach keinen Bock hatte, sein Fahrrad zu verkaufen. Der hat es dann scheinbar einfach in seinem Vorgarten geschmissen. Aber das ist das Update, oder? Wow. Ja. Also das ist Update zur Fahrradgeschichte. Und für Rikus nochmal und zur Wiederholung, meine Frau hatte dann bei Facebook geguckt und überlegt, da reinzuschreiben, von wegen, ja, wir haben Fahrrad im Garten, wie gehört das? Aber dann hat eine andere Person auch noch geschrieben, weil unten lag auch ein Fahrrad im Vorgarten. Oh. Und ich habe gesagt, ja, dann sagt dann jetzt jeder, das ist mein Fahrrad, also. Ja, das ist immer. Ja. Schwierig sowas dann. Und wir brauchen auch noch ein Kinderfahrrad und das ist funktionstüchtig. Also von daher. Ja, warum nicht? Ist aber schön, ich muss sagen, Fahrrad im Vorgang zu finden, einfach random und keiner interessiert an der Stelle, wessen Seins das ist an der Stelle. Ja, das hat irgendjemand weggeschmissen, weil er keinen Bock hatte, das zu verkaufen. Da gehe ich ganz stark von aus. Man muss ja auch überlegen, was macht man mit seinem Fahrrad. Ne? Ich meine, es ist eine naheliegende Option, das einfach irgendwo in den Garten zu werfen. Ja, natürlich. Natürlich. Gerade wenn es ein Kinderfahrrad ist.
Ist ja so, kleiner. Ich wechsel nochmal, ne? Das Regelwerk. Ja. Ja. Ihr könnt gern weiterreden, so lange. Ich erkläre es gleich. Mhm. Redet. Ich würde. Das ist das Update zur Fahrradgeschichte. Grundsätzlich, ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich so ist, dass es so Börsen gibt für so Babykleidung und Baby. Kinderwegen und sowas an der Stelle. Also, es ist tatsächlich so, wenn irgendwo Gaming oder Baby draufsteht, hat das immer den doppelten Preis. Das stimmt. So, kurze Erklärung. Wir spielen N64 Smash Brothers. Das heißt, es gibt nur die Items, die Stages und die Charaktere aus dem Spiel von damals. Okay. Gab's da Bowser das Junior? Sind Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu, Luigi, Ness, Captain Falcon und Pummelhof. Also alle aus der ersten Reihe, außer Donkey Samus. Also aus der oberen Reihe, muss genau zu sagen. Nur dunkle Samus halt eben nicht, genau. Okay. Wen nehmen wir denn hier Hübsches? Es gibt so viele schöne Charaktere in der N64. Ja, das stimmt, ne? Stages hab ich voreingestellt immer. Das ist dann automatisch ausgewählt. Eine zufällig aus diesen von damals. Mhm. Und wir schauen mal, was draus wird. Und Items, wie gesagt, genauso. Okay. Schauen wir mal. Ich mag meinen Kirby. Den habe ich auch generell einfach gern gespielt. Zellos, machst du Folgen oder machst du das dann im Nachhinein? Ich mach quasi, wenn du sagst, oder wenn wir sagen, so 20 Minuten sind vergangen oder so. Ich gucke aber wieder drauf. Okay, ja, musst du halt jetzt mal schauen. 20 wegen der Minuten, Zeit. Ja. Ich habe jetzt acht Themen. Ich glaube, wir könnten die 8 Themen schaffen in der Zeit. Müsst ihr dann mal, weiß nicht, ob wir dann 2 oder 4 machen wollen. Also im Zweifel würde ich sagen, lieber kürzere Parts, ganz ehrlich. Vor einer halben Stunde. lieber 10 Minuten als 30 Minuten, sagen wir es so. Also von mir aus können wir auch nach zwei Ja. Wurde euch denn schon irgendwas in den Garten? Wurde euch denn schon mal was in den Garten geworfen? Nee, ich habe keinen Garten, das ist das Problem. Nee, tatsächlich auch nicht. Also ich hab auch keinen Garten. Ich glaube, wenn was geschmissen wurde, dann von einem nahegelegenen Fest oder sowas, halt so irgendwelche Müll, so Becher oder sowas an der Stelle. Oh, nochmal los! Okay, Xerneas gab es damals noch nicht, aber das habe ich jetzt nicht eingestellt. Ja, das war in den ersten. Gab es natürlich. Was sagst du? Aber wir hatten noch letzten Scherben im Vorgarten, das ist natürlich auch ziemlich ärgerlich. Ja. Aber was soll man machen, ne? Barry ist halt ein Mensch, der dann erst innerlich ausrastet und dann denkt, ach ja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Das ist so gemein. Slow Motion. Vogelball. Oh Gott. Stern, du. Hilfe. Hab dir geholfen, Zellos. Ich kenne die ganzen Pokémon da alle gar nicht. Ja, das ist wieder so ein legendäres Takupiki, Takuriki. Ich weiß nicht, wie das heißt. Tiki-Taka. Tick-Tack. Genau, Tiki-Taka heißt das. Rikus, eine Frage, bitte? Weil diese Folge ja relativ schnell bald rauskommen wird, dann vom Licht, deswegen tagesaktuell. Hast du diese oder freust du dich schon auf die Doku über die Nationalmannschaft in Katar? Das ist ja das größte Medieneigentor des Jahrzehnts. Ich weiß aber noch gar nichts. Achso, also, es wird auf Amazon Prime am 8. September eine Serie veröffentlicht, wo es um das WM aus bei der WM in Katar geht. Die haben das natürlich eigentlich aufgenommen, weil die dachten, die gewinnen das Turnier und haben dann eine gute Publicity. Und dann schreien sich alle da an und mega peinlich und so. Ich freue mich schon drauf, das wird sehr witzig, das zu gucken. Ja, das glaube ich auch. Amazon Prime Video. Ich werde es mir auf keinen Fall angucken. Also ich mag ja dieses, ich habe die ganze WM ja nicht geguckt und ich möchte das auch. Achso, ja, verständlich. Machen. Dann finde ich es konsequent. Ja, aber danke für die Info, das ist tatsächlich interessant. Also wäre es zumindest rein theoretisch. Geh weg, du komischer Mützenklauen, was ist denn das hier? Bin schon ein paar Mal so oft gestorben, geh weg! Vogelball los, da ist! Aber ich muss sagen, mit Items und so ein bisschen Blödsinn dabei labern, ist es schon deutlich entspannter. Ja. Ach ja. Piu. Aber Rico, du holst dir doch bestimmt einen Game Pass, wenn Starfield kommt, oder? Oder bist du auch so einer wie ich, dem das Spiel egal ist und das vielleicht irgendwann mal spielt? Ich sage, es ist das gleiche wie eben. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Okay. Ein Spiel mit Weltraum. Also ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß nichts davon. Also. Ja, man kann ja auch nicht alles kennen. Da! Sind sie hell aus jemand nicht gelandet? Ey, Sperry! So doch nicht. Doch, hier, genau so. Stop. Hammer Time. Oh Gott, ich bin raus. Yeah. Nein! Oh Gott, ich lebe noch. Laserschwert! Ich bin tot. Autsch. Alles beim Alten. Ich bin tot und Barry hat noch 2 Leben. Ich bin auch fast gestorben. Autschi. Autschi. Böser Rikus. Ja, der dreht halt komplett durch an der Stelle. Du musst halt nur genauso durchdrehen wie er. Okay. Autsch. Mal los! Blubella, was für eine geile Scheiße.
Voll süß. Aua, lass mich in Ruhe, ich hab dir nichts getan, außer dass ich dich geschlagen habe. Aber... Also wenn wir Smash spielen, ich muss schon sagen, da bin ich schon ein bisschen nostalgisch, so ein bisschen... Ja, das hat schon was, ne? Ja, und zwei Pokébälle. Jetzt hat man die Bälle hauptsächlich herausgeworfen. Was ist das hier? Du hast die ja komplett weggeworfen, ne? Oh, nice. Autsch. Irgendwann erwischt er dich wieder noch. Ja, das wird auch so sein. Pokéball! Okay. Los! Ich hab den Namen vergessen. Aua! Wieso gehst du zu mir? Ja, weil das ist sein Viech. Ja, das ist so lieb zu mir sein. Hallo? Wie heißt es denn nochmal? Weißt du das gerade? Jürgen. Zoroark. Ah, danke. Und dann gibt's die Vollentwicklung. Zora. Ich hab das Gefühl, der Charakter von Link ist dreimal so schnell wie meiner. Ah. Ich hab ihn nicht. Ah, die Bombe! Ah, Pokéball! Ja, such dir deinen Tod aus, sozusagen. Ja! Ach Mist, dachte ich ja nicht sauer. Kommt der einfach mit seinem Knie an der Stelle, hey, frech. Dein Gesicht. Du Zellos, ich denke, nach zwei Kämpfen. Nach zwei Kämpfen. Jo. Sehr schön. Okay. Ja, dann moderierst du ab oder hast du einmal ausgedrückt? Ich würde jetzt quasi sagen, wir Abmoderation. Wir hören auf für heute. Okay, ich hab einmal einen Kill gemacht mit als Kirby und damit ist meine Smash Brothers Karriere vorbei. Ich gehe jetzt in Rente. Mein Glückwunsch, hast du dir verdient. Dankeschön. Wow, ach stimmt, die Nachrichten gab's ja auch noch. Warte. Moment noch bitte. Ja, und damit bis zum nächsten Mal. Nostalgie platzen. Ciao, ciao.